whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Seit 10 Jahren schreibe ich jetzt monatlich einen Newsletter im The Whisky Store. 10 Jahre, lange Zeit. 2003 habe ich den ersten geschrieben. Ja, und in diesem Newsletter schreibe ich immer was über Whisky. 1, 2, 3 DIN A4 Seiten voll. Und ich versuche mich dabei nicht zu wiederholen. Hin und wieder muss man mal Dinge zweimal ansprechen, ein bisschen weiter ins Detail gehen. Und ich lerne ja auch immer dazu. Dann kann ich noch ein bisschen mehr zum Besseren geben. Und in diesen Newslettern handelt eigentlich alles immer über Whisky. Klar, es ist ein Whisky-Newsletter. Da können Sie sich auf whisky.de zu diesem Newsletter anmelden. Und da ist nun eine ganze Menge an Text angefallen. Ja, und den versuche ich jetzt nicht irgendwie in den Bitgräbern der Welt verkommen zu lassen. Nein, ich habe also diese Texte recycelt und habe sie in unser elektronisches Whisky-Buch mittlerweile in der 5. Version zusammengefasst. Und das hat jetzt bald 300 Seiten. Und da sind diese Newsletter alle drin. Ja, ich bin auch ganz stolz darauf. Wir sehen schon ungefähr eine knappe Million Downloads über die vergangenen 10 Jahre. Hin und wieder habe ich da Geschichten geschrieben, die ja sich abseits von dem üblichen Destillieren, Nachreifen, Vergärung, den richtigen Whiskygläsern, wie führe ich ein Tasting durch, wie funktioniert dies, wie funktioniert das und so weiter, die abseits davon gingen und die einen mehr literarischen Charakter haben. Vielleicht erinnern Sie sich dran, der irische Mönch, der das Destillieren anfing, oder das Maultier Joe, oder den Snob, ja, Sine Nobilitate, das alte Ägypten mit Osiris. Ja, insgesamt sind es mehr als 20 Geschichten geworden, die ich also persönlich auch durch das Feedback von Ihnen für herausragend fand und ich nicht in diesem kostenlosen Whisky-Buch veröffentlicht habe. Was lag mir so im Sinn? Ja, ich habe gedacht, ich schreibe mal wirklich ein echtes Buch. Ja, am Ende ist es nur ein Kindle-Buch geworden. Und da habe ich mal was in meinem zweiten Videokanal, dem Unterblock, hier, über Amazon Kindle gedreht. Und da habe ich auch über ein zweites Buch, was ich da geschrieben habe. Ja, gut. Ist aber am Rand. Schön ist, dass ich von diesem Buch, das nennt sich Whisky, Geschichten feiner Geister, auf Amazon jeden Tag eins verkaufe. Ja, ist nicht so schlecht, ne? Ist zwar jetzt nicht die Menge und reich wird man davon sowieso nicht und Amazon kriegt auch noch seinen Anteil und der Staat die Mehrwertsteuer. Also reich wird man davon nicht, aber es ist eine schöne Anerkennung, dass ich immerhin eins davon jeden Tag verkaufe und ich habe eigentlich auch ganz schöne, gute Wertung mit 4,5 von 5 Sternen bekommen. Also ich bin zufrieden. Heute will ich Ihnen eine dieser Geschichten vorlesen. Das soll jetzt nicht die Werbetrommel für das Buch rühren, nein, sondern es soll das Interesse für ein Abo unseres Newsletters auf whisky.de rühren. Lassen Sie sich überraschen und der Titel heißt Die Malt Whisky Brennerei, eine Reise aus der Vergangenheit. Ja, nicht in die Vergangenheit, aus der Vergangenheit. So, jetzt lassen Sie mich vorher mal ein bisschen an meinem Tee trinken. Und dann fangen wir jetzt mal an. Das erste Mal, nie gemacht. Ne? Die letzten Tage hatte es geregnet. Tief hingen die Wolken über den Highlands und der kräftige Wind hatte Wolkenfetzen und Regenschauer über die sanft geschwungene Landschaft getrieben. Heute früh war es endlich etwas heller und vor allem trockener geworden. Kräftig schritt ich auf dem kleinen Saumpfad aus, der seit tausenden von Jahren nur von Tieren und einsamen Männern in Schattenrücken beschritten worden war. Wie mag es vor 500 Jahren hier ausgesehen haben? Vermutlich nicht viel anders als heute. Blanke Steine, karges Gras und viel Heide ist alles, was hier auf die Dauer den Jahreszeiten standhalten kann. Voraus kommt ein kleines Wäldchen mit verkrüppelten Eichen in Sicht. Die Stämme mit ihren zerfurchten Rinden ducken sich zum Schutz vor dem allgegenwärtigen Wind an das Ufer eines tiefschwarzen Lochs, das sich in einer kleinen Senke gebildet hat. Hier entspringt auch der kleine Bach, dem ich folgen werde. Hinab zum großen Fluss, wo mich das Ziel meiner Reise erwartet. Seit mehreren hundert Jahren ist den Einheimischen dieser magische Ort bekannt. Zunächst einsam und versteckt brannte man hier illegal den Malzwhisky der Highlands. Selten nur verehrte sich ein Zollbeamter der weit entfernten Krone in diese versteckte Gegend.
Als ich aus dem Schutz des Wäldchens ins Tal trete, reißt der Himmel auf und wärmende Sonnenstrahlen berühren meine Haut. Über der wunderschönen Zähne hängt der wohlbekannte Duft einer arbeitenden Whiskybrennerei. Er schleicht sich nicht an, er ist auf einmal mit voller Kraft da, dominierte zuvor das Aroma von feuchtem Moos und faulendem Holz des alten Wäldchens, so wischt die leichte Brise am Waldrand die Gerüche einfach hinfort. Die Brennerei mit ihren zahlreichen kräftigen Ausdünstungen übernimmt die Herrschaft über meine Sinne und bergab vor mir kann ich bereits die ersten schwarzen Lagerhäuser entlang des Baches erkennen. Der Trampelpfad endet auf einem großen Platz. Hier sind Eichenfässer zu richtigen Bergen aufgetürmt. Nirgendwo ist eine Menschenseele zu sehen. Es ist Mittag und die Arbeiter sind in die nahe Gemeinde zum Mittagessen gegangen. Ein altes Lagerhaus am Rande der Straße steht offen. Als ich meinen Kopf hineinstecke, schlägt mir eine kalte, aber aromatische Luft entgegen. Der Boden besteht aus gestampftem Lehm. Sein feuchter Geruch vermischt sich mit verdunstendem Whisky und dem alten Eichenholz der Fässer. Als die feuchten, schwarzen Pilze auf den Wänden, ernährt von den stetigen Alkoholdämpfen, scheinen ihre persönliche Note ähnlich dem Moos des Eichenwäldchens der Luft mitzugeben. Immer weiter bergab folge ich dem jetzt entlang der Brennerei in Stein gefassten Bach, hin zum Zentrum der Brennerei. Hier werden die Gerüche der Produktion immer stärker. Es riecht nach frischem Malz und heißem Whisky. Dazu mischt sich hin und wieder, je nachdem wie der Wind die Rauchschwaden zu mir herübertreibt, ein beißender Geruch des Feuers. Mein inneres Auge schweift in der Zeit zurück, als kräftige Männer noch mit großen Bärten, bewaffnet mit langen Holzschaufeln, das Gerstenmalz in der Tenne wendeten, während ihre Kollegen mit stählernen Kohleschaufeln im Schweiß ihres Angesichts das Feuer unter den Brennblasen schürten. Das nächste Gebäude der Brennerei dampft aus allen Ritzen. Aus den geöffneten Fenstern und einigen Dachluken zieht heißer Dampf seine Schwaden, die sich zwischen den alten Granitgebäuden verlieren. Die Meschtanne ist gerade geöffnet worden und der heiße Wasserdampf trägt den Geruch frischen Malzes bis in den letzten Winkel der Brennerei. Instinktiv erwartet man das Zischen kochenden Wassers, doch man kann es nicht hören. Ein stetes Brummen laufender Motoren übertont sogar das Plätschern des Baches. Als die Brennerei im 19. Jahrhundert errichtet wurde, ließ man sich durch die Schwerkraft beim Transport des Whiskys helfen. Die Gerste fuhr man mit Hilfe kräftiger Pferde zum höchstgelegenen Gebäude der Brennerei. Von dort aus ging es, der Schwerkraft folgend, nur noch abwärts, bis hinab zu den Lagerhäusern unten am großen Fluss. Die schweren, großen Fässer rollten den Weg, gelenkt von geschickter Hand, fast von alleine. Unten im breiten Tal hatte man die neue Eisenbahn gebaut, die diesen entlegenen Ort in den schottischen Highlands in nur 2 Stunden mit der Hauptstadt verband. Die Neuzeit hatte begonnen. Die Eisenbahn ist längst verschwunden und schwere Laster haben den Transport übernommen. Auch die Brennerei hat sich im Laufe von 100 Jahren weiterentwickelt. Heute sorgen Pumpen und Gebläse in der Brennerei lautstark für den Transport des Whiskys und seiner Rohstoffe. Den Rohrleitungen und dem stetigen Brummen folgend erreiche ich das Heiligtum jeder Brennerei, den Brennraum. Hochragen wie Kathedralen die kupfernen, glänzenden Brennblasen zur Decke. Ein Gewirr von Rohrleitung umfängt sie, als ob man sie nicht mehr loslassen möchte. Hier steht ihr, hier bleibt ihr, seit 100 Jahren unverändert. May I help you? Eine junge Dame im Schottenrock hat mich entdeckt und bittet mich, mit dem immer wieder überraschenden schottischen Akzent in das Besucherzentrum, wo nebeneinander aufgereiht die goldenen, glänzenden Produkte der Brennerei wie Soldaten in Reih und Glied stehen. Es fällt mir schwer, mich von diesem Ausflug in die Vergangenheit zu lösen. Im Gold des kräftig eingeschenkten Whiskys sehe ich noch lange die Schatten der Männer, die vor 100 Jahren Whisky nach überlieferten Traditionen im Schweiße ihres Angesichtes herstellten. So, ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Geschichte gefallen und ich freue mich, wenn Sie im The Whisky Store sich für den monatlichen Newsletter anmelden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.